Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Strategie- und Taktik-Spiele der History Games. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History und mir, dem Jan. Wir spielen weiter Unity of Command 2, das neue rundenbasierte Hexfeld-Strategiespiel, das Wargame im Zweiten Weltkrieg. Wir sind weiter noch in Tunesien unterwegs, unser letzter Vorstoß gegen die verbleibenden deutschen und italienischen Einheiten hier in und um Tunis und Bizerte. Wir haben unseren Zug soweit erledigt und sind daher bereit, in die nächste Runde zu gehen. Ich bin sehr gespannt, wie die Gegner jetzt reagieren werden, nachdem wir Mateur umzingelt haben. Tatsächlich starten sie einen Gegenangriff mit den Panzern und zerstören eine ganze Reihe an Brücken, verstärken die Panzer nochmal. Der Durchstoß war wahrscheinlich jetzt relevant für den Nachschub. Ne, der Nachschub kommt da trotzdem nicht an. Dann ist mir nicht ganz klar, wofür sie das gemacht haben. Wir werden jetzt mit der indischen Division diesen Hub hier erobern. Und einen Scheinangriff auf diese Division durchführen, damit einen weiteren Step unterdrücken. Bringt uns aber auch nichts für einen weiteren Angriff. Wir müssen auf jeden Fall hier die Stellung gegen die Panzerdivision decken. Die Franzosen bleiben hier zurück. Hier ist noch eine weitere italienische Panzerdivision. Wir werden hier die Lücke schließen. Tja, und die Panzer sind jetzt außerhalb der Kommandoreichweite ihres Hauptquartiers, diese amerikanische Panzerdivision. Können wir hier irgendwas Gescheites gegen Tunis tun? Das zu erobern wäre jetzt ziemlich gut. Für Mateur waren wir halt eine Runde zu spät, leider. Es hätte eine Hauptquartierverbesserung gebracht, was natürlich auch immer eine feine Sache ist. Wir werden hier versuchen, weiter vorzustoßen, auch wenn das 1-1 Verlustverhältnis mit sich bringt. Warte mal, können die Panzer hier rüberkommen und uns hier unterstützen? Das würde gehen. Sie wären dann aber auch außerhalb ihrer Reichweite. Puh, alles nicht so einfach, ne? Hier ist noch das Hauptquartier, was wir gerne erobern wollen. Deswegen ziehen wir mal die Panzer hier rüber. Tja, und hier werden wir leider nicht weiter vorrücken können als bis hierhin. Hier bekommt nochmal Versorgung, weil wir sonst das Hauptquartier dem Feind aussetzen. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit? Wartet mal, wir machen das nochmal rückgängig. Ja, wie gesagt, die Panzer könnten hierher kommen. Ja, dann machen wir das. Riskieren wir mal, sie aus ihrer Kommandozone rauszunehmen und marschieren mit der Einheit hier hoch. Dann können wir nächste Runde diesen Hub einnehmen. Wie sieht es denn jetzt mit der Versorgungslage aus? Ja, okay, aus Tunis selbst, aus dem Hafen kommt der Nachschub. Wird das reichen, um hier die Division abzuschneiden? Ich bin mir nicht sicher. Muss natürlich auch darauf hoffen, dass wir jetzt hier nicht abgeschnitten werden. Zum Beispiel durch die Motorisierte, aber die würden wir dann relativ schnell mit den Panzern vielleicht bekämpfen können. So, ihr kriegt auf jeden Fall trotzdem die Notfallversorgung. Und ihr dürft mal hier Artilleriefeuer drauf geben. Das hat leider gar keine Auswirkung gehabt. Nee. Die sind da so stark eingegraben, das bringt leider nichts. Hier könnten diese amerikanischen Divisionen nachrücken, die allerdings auch nächste Runde dringend mal Supply, also Nachschub brauchen. Sind ja der British First Army zugewiesen. Die muss dann dafür sorgen, dass die Nachschub bekommen. Hier irgendwas zu unternehmen ist eigentlich weiterhin unsinnig. Wir haben noch die Bomber zur Verfügung. Vielleicht fangen wir mal an, die Panzer hier zu bearbeiten. Vielleicht die italienischen hier.
3 Stärkepunkte unterdrückt, würde jetzt zu einem 1-1-Verhältnis führen. Das war tatsächlich ein sehr guter Angriff. Das war ein sehr guter Angriff. Lass uns hier mal die Einheiten jetzt komplett abschneiden. Hier gehen wir mit den Panzern ran. Die könnten sich auch noch mal bewegen. Wir müssen verhindern, dass die Fallschirmjäger hier ausbrechen. Wie ist hier noch mal die Versorgungslage des Gegners? Ja, hier sind sie versorgt durch die Straße. Und wir müssen auch den Angriff hier auf Tunis vorbereiten. Deswegen muss die Infanterie eigentlich vorrücken. Puh, das ist echt nicht so leicht, jetzt zu entscheiden, was wir hier am besten tun. Weil ich meine, hier sind wir ebenfalls, jetzt haben wir das Risiko, dass die Panzer hier runter vorstoßen und das Hauptquartier erobern. Vielleicht müssen wir das Hauptquartier verlagern. Hier rein zum Beispiel. Wie sieht's aus? Ja gut, die Panzer waren auch eben schon nicht in der Kommandoreichweite. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir nämlich die Einheit hier oben auch wieder drin. Tja, und da Biserte Nachschubszentrum ist, müssen wir hier irgendwie die Infanterie so nah ranholen, dass sie da Scheinangriffe und Artillerieangriffe und sowas machen können. Dann können wir halt leider die italienische Division wohl nicht mehr angreifen. Oder wir machen das so, hoffen auf einen Durchbruch. Leider nicht. Dann bringen wir die wieder darüber. So. Die haben wir alle schon bewegt. Runde 4 sind wir momentan. Nächste Runde sollen wir Biserte und Tunis einnehmen. Das könnte sich als schwierig herausstellen. Ja, aber das mag ich. Deswegen habe ich auch auf den höheren, also auf den schwersten Schwierigkeitsgrad gestellt, weil wir jetzt halt sehr viel strategisch-taktisch überlegen müssen. Wo rücken wir wie vor? Wo kommen wir wie hin? Welche Angriffe können wir wie vorbereiten? Wir gehen in die nächste Runde. Ah, die graben sich da jetzt richtig ein. Und werden auch noch weiter verstärkt. Das ist blöd. Das könnte ein Problem sein, Leute. Eine Einheit wurde vom Nachschub abgeschnitten. Diese hier, die Panzer. Das stört uns aber eigentlich nicht. Wir haben jetzt andere Sorgen. Wir versuchen mal, Biserte zu bombardieren. Wow, das hat gut geklappt. Dann den nächsten Angriff bitte auf Tunis. Hat auch ganz gut geklappt. Ja, komm. Dann Blast zum Angriff, Männer. Hier über den Fluss angreifen wäre nachteilig, das lassen wir. Stattdessen werden wir hier mit den Panzern den Nachschub nehmen. Und wollen wir mit denen gleich weiter vorstoßen, ist die Frage. Wir werden das mal mit denen machen, hier diese Einheit angreifen. Das hat auch sehr gut geklappt, leider zieht sie sich nicht zurück. Aber wir können in dieser Runde Celebia sowieso nicht mehr einnehmen. Dann ist das eigentlich auch egal. Wir müssen jetzt hier unser Hauptquartier weiter schützen. Das werden wir auch tun. So. Können wir nochmal Gefangene machen. Dann wieder zurück in die Kommandoreichweite kommen. Sieht gut aus. Hier das Hauptquartier beschützen. Ist auch gut. Wie sehen jetzt hier die Chancen aus?
Noch nicht optimal. Versuchen wir mal nochmal einen Artillerieangriff. Das hat die Befestigung zerstört, oder? Wir müssen die Panzer nochmal ran. Oh wow, die haben immer noch einen Step, aber wir haben einen Durchbruch. Das heißt, wir können nochmal. Und dann können die Jungs jetzt hier Biserte einnehmen. Sehr, sehr gut. Die Einheiten sind abgeschnitten. Das deutsche Hauptquartier konnte sich hier rüber zurückziehen. Das ist aber auch okay. Die Einheiten sind alle vom Nachschub abgeschnitten. Ihr seht es hier oben. Die Steps werden schon unterdrückt. Hier auch. Bei denen wird das jetzt nächste Runde der Fall sein. Können wir aber hier nochmal angreifen. Ah, das hat einen Stärkepunkt gekostet. Das ist ärgerlich. Hier auf jeden Fall den Weg zumachen. Nicht, dass der Panzer hier unseren Nachschub sich krallt. Das können wir nicht riskieren. Wir können aber durchaus mit den Panzern zurückkommen. Das ist kein Problem, weil wir hier ja Nachschubwege haben, oder? Ja, dadurch, dass wir die Eisenbahnlinie hier durch Mateur eingenommen haben, sind wir hier überall mit Nachschub versorgt. Ja, nur Kelibia können wir jetzt nicht mehr einnehmen, leider. Unsere Hauptziele haben wir aber on time gekriegt und den Longstop Hill ebenfalls. Wir gehen in die nächste Runde. Und dann wird wahrscheinlich das Szenario jetzt auch schon vorbei sein. Wir müssen keine weiteren Kämpfe führen. Genau. Kelibia ist fehlgeschlagen. Wir beenden das Szenario, liebe Leute. Wir haben zwei Panzerstabs, zwei Infanteriestabs und zwei Unterstützungsbataillone verloren. Hauptverluste haben die Briten genommen, was aber auch verständlich ist, weil die den Angriff geführt haben. Beim Gegner sind 7 gefallen, 8 haben wir gefangen genommen, 232 Punkte und wir haben Masters of the North African Shores als Abzeichen bekommen, weil wir die Ziele rechtzeitig eingenommen haben. Das ist sehr gut. Nächste Operation ist die Operation Husky, liebe Leute, und wir sind noch nicht so weit drin jetzt in der Folge, aber ich möchte sagen, da lohnt sich doch, glaube ich, eine neue Folge zu starten. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir sehen uns dann morgen mit der Operation Husky und der Invasion auf Sizilien. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bis bald, euer Jan.